Kennen Sie das Spielprinzip von Magic the Gathering? Dann kennen Sie auch das Prinzip von Everlords 2. Denn das Spiel ist eigentlich nichts anderes als die etwas abgewandelte PC-Umsetzung des beliebten Sammelkartenspiels. Aus einer riesigen Auswahl an Zaubersprüchen stellen Sie sich ein individuelles Deck zusammen, mit dem Sie dann rundenbasiert gegen verschiedene Gegner antreten. Sie können Monster beschwören, Angriffsmagie wirken oder Verzauberungen aussprechen. Entscheidend ist hierbei vor allem die richtige Kombination der Sprüche beim Zusammenstellen der Decks. Peril is against it. We cannot reach the island to engage the enemy in battle. Bei Everlords 2 werden diese Duelle in mehrere Kampagnen eingebunden. Sie besiegen allerhand Gegner, lösen Quests und gewinnen Erfahrungspunkte. Dafür gibt's mehr Lebensenergie und Spezialfertigkeiten. Außerdem müssen Ressourcen gesammelt werden, um neue Sprüche kaufen zu können. Im Gegensatz zum Vorgänger wurde der Strategieteil deutlich verringert. Sie dürfen nur einen Helden über die Karte befehligen und der Eroberung von Rohstoffen kommt nur noch eine Nebenrolle zu. Das Spiel konzentriert sich mehr auf Duelle mit ihrem Haupthelden. Leider ist das Spruchrepertoire im Vergleich zum Sammelkartenspiel deutlich abgespeckt. Es gibt bei weitem nicht so viele Möglichkeiten, sich tödliche Spruchkombinationen einfallen zu lassen und mit verschiedenen Decks zu experimentieren. Außerdem sind die relativ kurzen Kampagnen auf Dauer recht nervig. Kaum ist man richtig mächtig und hat gute Sprüche zur Verfügung, ist der Feldzug auch schon wieder vorbei. Trotz dieser Mängel sollten aber vor allem Fans von Magic einen zweiten Blick riskieren. Immerhin ist Everlords 2 eine deutlich kostengünstigere Alternative zu den teuren Karten.